Hallo und willkommen bei Empyrion. Ein Spiel, welches wir schon mal auf dem Kanal hatten und welches sich jetzt im Nachhinein als die Mutter aller Tischkanten herausgestellt hat bei mir. Denn mit dem Spiel fing die ganze "Ich muss unbedingt in die Tischkante beißen" Geschichte überhaupt bei mir auf dem Kanal an. Also weder Sons of the Forest, noch Valheim, noch Stranded Alien Dawn, noch irgendein anderes Spiel hat den ein oder anderen so verzweifeln lassen beim Anschauen wie Empyrion. Und das ist jetzt schon, ich glaube, 3 Jahre her? Drei Jahre her, als wir es gespielt haben. Mittlerweile ist viel passiert, es gab viele neue Updates, es sieht auch mittlerweile schöner aus, das Spiel, und es kamen viele neue Inhalte dazu. Und wir spielen, Moment, wir können ja schon mal reingehen, machen wir Spiel starten. Es gibt ja auch verschiedene Modifikationen für alleine Blaupausen für Basen, für Raumschiffe, für Bodengleiter und. Und dann gibt es noch andere Szenarien, die das Spiel auch nochmal erweitern im Sinne von anderen Forschungssachen, die man sich herstellen kann, von Tieren und Gegnern und Waffen und hast du nicht gesehen, ja, alles Mögliche. Aber ich kenne die auch, gibt da 2 verschiedene und auch eine Kombination aus beiden, die möchte ich aber nicht spielen. Ich habe mir das mal vor einer ganzen Weile mal genauer angeschaut, für mich selber, fand das aber im Endeffekt nicht so wahnsinnig toll. Ich bleibe dann lieber beim Original. Und falls jetzt neue Updates hinzukommen und so weiter, können wir auch auf Nummer sicher gehen, dass wir da recht entspannt weiterspielen können. Würde auch mit den Modifikationen mit Sicherheit gehen. Aber wir bleiben mal ganz normal im Überlebensmodus, im normalen Spielmodus, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir starten auch auf dem Planeten Akua. Es gibt noch andere Startplaneten, Ninguis, Skillon, Masperon, Ashen 2 Orbit. Ja, und Akua halt. Und können dem Spiel, warte mal, einen Spielnamen geben. So. Gut. Ja, Zufallswerte, irgendwas, keine Ahnung. So. Ach, hier können wir auch random machen. So. Keine Ahnung. Hab einfach ein paar Mal drauf geklickt. Den Schwierigkeitsgrad stellen wir mal ein. Ach so, Leute, die ihr Spiel gar nicht kennen, es ist eher so eine Art Sandbox-Game, Weltraum, Basenbau und so weiter und so fort. Gibt eine ganze Menge, was man machen kann. Sehr viel zu erkunden und. Hier nehme ich mir ein paar Sachen raus, die ich angepasst habe. Wir lassen es mal bei der Startausrüstung bei normal. Da habe ich nichts geändert. Inventar behalten nach Tod, könnte man sagen, okay, man behält alles nach dem Tod. Man behält nur die Werkzeugleiste nach dem Tod oder halt nichts. Nichts ist die Standardeinstellung. Das würde ich jetzt auch erstmal so lassen. Und der Spielfortschritt allgemein, den lassen wir auf normal. Die Abnutzungsgeschwindigkeit auch auf normal. Nahrungsmittel, Sauerstoffverbrauch und Einfluss für Strahlung und Temperatur auch auf normal. Auch da könnte man auf einen schnellen Nahrungsmittelverbrauch setzen. Kann man auch komplett ausschalten. Wenn mich irgendwas davon später mal doch stören sollte, könnte man das im Nachhinein auch nochmal anpassen. Wir lassen das aber mal auf normal. Rohstoffe, Rohstoffgehalt pro Erzlager normal. Anzahl der Erzlager normal. Abbau durch Bergbaugeräte ist auf Ja gestellt, also das können wir später machen. Und Schwierigkeitsgrad der Feinde lassen wir auch auf normal. Drohnenangriffe genauso, Drohnenangriffe auf Basis auch. Oder Anzahl der Drohnenangriffe. Geschwindigkeit der Konstruktoren und Blueprint bzw. Blaupausen und Reparaturgeschwindigkeit lassen wir auch auf normal. Dann hier Blueprint Spawn Limit und Block Limit für bestimmte Geräte habe ich auf ausgeschaltet. Genauso das Inventargewicht, das Inventarvolumen habe ich auch auf ausgeschaltet. Sonst ist es begrenzt. Das ist nicht so wahnsinnig schnell begrenzt, aber ich hatte das im ersten Durchgang auch durch Zufall eigentlich nur auf ausgestellt und hatte mich gewundert, warum das irgendwie im Spiel nicht gezählt hat oder so. Und da haben damals auch schon viele gemeint, die meisten spielen es auch so, dass man kein Volumen oder Gewicht beachten muss für das Inventar, weil du einfach so sehr viel irgendwann mit dir rumschleppst. Ich finde es bei dem Spiel auch sinnvoller, dass wir ohne das Spielen, da haben wir einfach viel mehr Freiheiten und ist für mich auch für einen Spielfluss deutlich besser. Ich hatte es mal für mich probiert mit Volumen an, fand ich ganz, ganz, ganz schrecklich in dem Fall. Bei anderen Spielen ist mir das nicht so wichtig, hier möchte ich auf jeden Fall ohne
Gewichtsbeschränkung spielen. Genauso die CPU-Punkte stellen wir auch mal auf aus. Da können wir, das ist eine Sache, wenn wir eine Basis errichten. Ich glaube auch für Raumschiffe und so weiter zählt das. CPU ist nur für die Basis, ne? Das Blocklimit für Geräte ist dann auch für Waffen pro Schiff und solche Geschichte. Genau. CPU-Punkte ist hauptsächlich für die Basis, dass wir da mit der Standard-CPU einfach schon sehr viel bauen können. Da gibt es sonst auch Restriktionen und irgendwelche Sachen, wo man dann erstmal die CPU aufwerten muss. Und ja, das ist eine andere Geschichte. Ist jetzt im Singleplayer, ist auch nicht weiter wichtig. Stellen wir einfach auf Aus bzw. auf Nein. Und das hier unten ist nochmal irgendwas anderes. Genau, da geht es um die Blueprints, dass man nur die herstellen kann, wenn man auch schon die Blöcke freigeschaltet hat im Forschungsbaum, im Skilltree sozusagen. Genau, also das ist jetzt das, wie ich es mir hier eingestellt habe. So möchte ich spielen. Das ist eigentlich genauso, wie wir es damals auch gespielt haben. Der Startplanet Akua, der ist relativ einfach gehalten, wenn man das so sagen möchte. Tutorial gibt's. Und es gibt natürlich auch Missionen. Man muss die nicht machen, man kann die machen. Man ist relativ frei. Wir haben hier Kohlenstoff, Eisen, Kupfer, Silizium als Erzlager. Finden auch andere Sachen. Aber da müssen wir uns ein bisschen umgucken. Denn es gibt so ein paar Sachen, die muss man finden, bevor man früher oder später den Planeten verlassen kann, um woanders hinzufliegen. Denn man hat verschiedene Sternsysteme, verschiedene Planeten, verschiedene Arten von Planeten, verschiedene Rohstoffe und. Also das Spiel ist schon sehr, sehr groß und sehr vielfältig. Man kann sehr viel Zeit mit verbringen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Es gibt auch einen Charakter, mit dem man spielt. Man ist eben bloß in Ego-Perspektive unterwegs. Ich denke mal, die meisten, die jetzt hier zuschauen, die kennen das Spiel. Für die, die es neu ist, ich versuche so ein bisschen was zu erklären. Es ist auch für mich, als ich es richtig lange gespielt hatte, das war im Let's Play, das, was ich zwischendrin mal für mich gespielt habe, da hatte ich mir immer bloß mal so ein paar Sachen angeschaut, die neu waren. Da hatte ich mal reingeguckt in das alte Safe Game, was wir damals mal hatten. Aber wir machen das komplett neu, fangen komplett von vorne an und so ein bisschen was ist bei mir natürlich hängen geblieben. Und jetzt geht's erstmal los. Wir stürzen ab in der Rettungskapsel. Da hinten ist der Hauptplanet, um den wir uns mit unserem Startplaneten hier, Akua, drehen. Einmal Einschlag und schon sind wir gelandet und das fröhliche Tischkantenknappern kann losgehen. Emergency Situation detected. Robinson Protocol UCH001A initiated. Do you want to activate the tutorial help information system? Ja, komm, können wir mal machen. So, Robinson Protokoll, Systemprüfung wurde gestartet. Bitte folge den Anweisungen auf der rechten Seite des Bildschirms, um fortzufahren. Ja, Bewegung ganz normal, WASD, Leertaste springen. Links unten sehen wir einen großen Teil vom Interface, was recht wichtig ist. Da haben wir die Lebensanzeige, 250 von 500, die Nahrungsanzeige unten drunter. Dann Ausdauer, wenn ich sprinte, sinkt die. Und dann hätten wir noch die Sauerstoffanzeige, die ist bei 0, weil wir keinen Sauerstoff bzw. keinen Anzug tragen, der Sauerstoff benötigt oder wir den benötigen, wenn wir irgendwie im Weltraum später unterwegs sind. Da wird es dann irgendwann wichtig. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen schönen Ausblick erwischt, würde ich sagen. Und wir nehmen erstmal die Sachen mit, die hier unten rumliegen. Auch Teil des Tutorials rechts. So, jetzt hier Tab, Inventar öffnen. Das ist unser Charakter übrigens. Man kann ihn auch nochmal anpassen. Ich lasse den mal so mit seinem kleinen... Naja, ihr wisst schon. Nachdem du OK gedrückt hast, genau. So. Bau eines einfachen Schwebeschiffs. Die könnte ich mit Shift rechte Maustaste irgendwie aktivieren. Okay. Hier haben wir schon mal ein paar Konzentratriegel. Die kann ich recht linke, wie war das? Umschalt, Rechtsklick, kann ich es direkt essen. Genau, erhöht ein bisschen unsere Nahrungsanzeige. Bandagen. Heilen wir uns. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht zu laut. Da bin ich mir manchmal nicht sicher. Ich denke mir, bei einigen Effekten, da geht's, aber unter Umständen, wenn unser Charakter irgendwas loslässt, könnte es ein bisschen laut sein. So, wir haben so ein paar Sachen, eine Taschenlampe, ich packe die mal hier hinten hin. Dann überlegen, Lebenswerkzeug ist ganz wichtig.
Notfallzelt haben wir auch. Hier rechts sehen wir so ein paar Sachen. Also links überhaupt das Inventar. Unten steht Volumen 5 von 500. Spielt gar keine Rolle für uns, weil wir es ausgeschaltet haben. Gerade halt später, wenn wir Sachen bauen, aus welchem Material auch immer, dann wird das so schnell überschritten sein. Da müsste man alle paar wenigen Minuten wieder zum Lager zurück, neues Zeug holen, um weiter bauen zu können. Das ist auf Dauer mega ätzend, wie ich finde. Deswegen haben wir es ausgeschaltet. Hier unten können wir es sortieren. Nach Gewicht, Verfallszeit und so weiter und so fort. Auch Essen, wenn wir was herstellen, können wir einfache Sachen finden. Und auch später dann Sachen in so einem Nahrungsmittelkonstruktor oder wie das Ding heißt, dann herstellen. Genau. So, wir gehen mal raus. F3 sollen wir drücken für den Tech Tree. Das machen wir mal. F3, da sind wir. Sammle Erfahrungspunkte zum Beispiel durch das Töten von Feinden, Bergbau oder das Ernten von Pflanzen, um deine Spielerstufe zu erhöhen. Und so Unlock-Punkte zu bekommen, also Freischaltpunkte. Hier steht es auch, mit den Freischaltpunkten kannst du Werkzeuge, Waffen, einschließlich Munition, Gadgets und Bausteine freischalten. Hinweis, einmal verbrauchte Freischaltpunkte können nicht weiterverteilt werden. Um fortzufahren, klicke auf OK, um die Nachricht zu schließen. Man kann früher oder später alles erforschen, deswegen muss man nicht so unfassbar vorsichtig sein mit dem Ausgeben, also früher oder später kann man hier alles bekommen. Hier oben gibt es verschiedene Reiter für die Basis, große Raumschiffe, kleine Raumschiffe, Bodengleiter, diverse Sachen, Werkzeuge, Waffen. Also da gibt es eine ganze Menge, was wir nach und nach freischalten können. Ein paar Sachen sind schon freigeschaltet, die man theoretisch schon herstellen kann. Gibt auch ein Textur- und Lackierwerkzeug. Das werden wir relativ häufig benutzen. Gibt auch hier anständige Leitern, Wassergeneratoren, Kraftstoffzellen, Starter für die Basis, Bodengleiter und so weiter und so fort. Portabler Konstruktor, den müssen wir uns gleich bauen. Das müsste wahrscheinlich jetzt, da steht es, rechts tragbarer Konstruktor freischalten. Machen wir mal. So, wir haben nämlich hier oben einen Forschungspunkt erhalten. Je nach Spielerstufe bekommen wir auch mehrere Erforschungspunkte. Später kosten die Sachen natürlich auch mehr. Das hier würde in dem Fall, wie viel kosten? 20 Freischaltpunkte. Wir müssten aber auch hier oben, sehen wir Level 1, Spielerstufe Level 3 bräuchten wir, damit wir überhaupt dieses tragbare Heiz- und Kühlaggregat bauen können. Und natürlich Level 5 für Signallichter und so weiter und so fort. Das gilt für alle Reiter hier oben. So, dann erlernen wir mal den Konstruktor. Konstrukteure erzeugen alle Materialien und Ausrüstungen, die du zum Überleben kämpfen und bauen brauchst. Dein Anzugkonstruktor und ein tragbarer Konstruktor. Konstrukteur, was auch immer, ist ja egal. Das Spiel hat es nicht so mit der deutschen Übersetzung. Können dich nur mit dem Nötigsten versorgen. Steige im Level auf, um bessere Produktionsgeräte im Tech Tree freizuschalten. So, sehr schön. Dann mit F1 den PDA öffnen. Machen wir mal. Mit dem PDA oder PDA kannst du nicht nur Missionen in den Bereichen Tutorial und Solo-Missionen aktivieren oder deaktivieren, sondern auch Spielfunktionen in der Empyriopedia nachschlagen. Ja, danke dafür. Erste Schritte. So, aktiviere das Video, wollen sie jetzt von uns. Damit ist wahrscheinlich das hier gemeint. Pick up all devices, items. Ja, danke. Haben wir schon gemacht. Das meine ich, das ist relativ laut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal so ein bisschen runterstelle. Es gibt halt hier leider keine für Dialogoptionen oder Effekte. Es gibt leider nur zwei Sachen, die ich hier hin und her schalten kann. Ich mach's mal ein bisschen weniger. Wenn es noch zu laut ist, sagt er mir einfach Bescheid. So. Umgebung erkunden, Sachen abbauen. Mit F kann ich zum Beispiel einfach die Pflanzen mitnehmen. Sehen wir links oben 100 Erfahrungspunkte, zweimal Pflanzenprotein bekommen. Rohkost geerntet, genau, sehr schön. Dann gibt es davon jetzt hier auch irgendwo so einen Eintrag hier drin, die Empyriopedia. Können wir alles Mögliche nachgucken. Da gibt es eine ganz große Menge an Sachen, die es hier gibt. Also das ist schon eine sehr, sehr geniale Sandbox. Einzelmission. Gibt sehr viel. Gibt verschiedene, wie nennt sich es, Clans, Fraktionen, meine ich, denen man begegnen kann. Manche freundlich, manche nicht so freundlich. Ja, mit der sind wir abgestürzt. Da können wir jetzt so wohl leider nichts weiter machen. Wir haben die beiden Sachen mitgenommen, die wir mitnehmen sollten. Und ja, nehmen auf jeden Fall so noch ein bisschen was mit. Wir gucken uns jetzt erstmal so ein bisschen um. Da Wissensupdate Motorrad. Das Motorrad wurde gegen ein anderes
Gefährt getauscht hatte ich in einem, ich glaube das mit dem 1.1 Update, das ist mittlerweile Version 1.1, wurde das geändert. Guck mal da, Level 2 haben wir schon erreicht, weil wir so ein paar Sachen gesammelt haben, das geht recht flott. Ihr seht schon hier, denkt euch wahrscheinlich, nehmt es mit, nehmt es mit. Machen wir, dafür haben wir das Überlebenswerkzeug. Das ist so ein Multitool, damit können wir einmal uns verteidigen, das heißt, damit können wir Gegner schädigen. Dann Zerlegemodus für Strukturen, die wir dann abbauen können. Und Ressourcenmodus, in dem Fall könnte ich zum Beispiel hier den Siliziumhaufen abbauen. Rechts unten sehen wir 60 Lebenspunkte, hatte der, können wir den abbauen. Haben jetzt sogar eine Entdeckermarke bekommen. Hier gleiches Spiel mit Holz. Und später gibt es dann noch ganz andere Möglichkeiten, die Sachen abzubauen und an Ressourcen ranzukommen. Man findet auch viel, gibt auch sowas wie Dungeons und Strukturen und Krypta oder was auch immer. Also es gibt sehr, sehr viel, was man machen kann, was man erforschen und entdecken kann. Da bietet das Spiel eine ganze Menge. So, Eisenerz haben wir auch bekommen. Und ja, wie gesagt, auch ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Es gibt auch, habt ihr mir, das weiß ich noch, das war, ich glaube so für die ersten 20, 30 Folgen damals, das war der Top-Kommentar unter jedem Video, in dem es hieß, ja drück doch mal F5. F5? Haben wir so eine kleine Drohne als Helferlein und mit der Drohne, ne, wir können so ein Stückchen weg und gleich sehen wir, wird die Sicht schlecht. So, hier, da wird die Funkverbindung langsam schwach, aber wir können auch mit der so ein bisschen rumfliegen und Sachen erstmal erkunden, uns anschauen und auch das Überlebenstool kann ich damit auch nutzen. Ne? Ich mache das jetzt mit der Drohne und habe da was abgebaut, habe Kohlenstoffsubstrat bekommen. Also wir brauchen von allem immer sehr viel. Das können wir schon mal sagen. Und die Drohne ist ein gutes Helferlein. So, kann ich dann ganz entspannt mit F5 wieder wegdrücken. Und dann sind wir wieder im Charakter drin. Das geht sehr, sehr gut. Ich drücke mal M. Warte mal, da unten will er noch was. Jetzt kann gecraftet werden. Tragbarer Konstruktor. Das können wir doch schon mal machen. Hier rechts oben haben wir so ein paar einfache Sachen. Die können wir immer im Inventar craften. Also es ist immer ein Überlebensmultiwerkzeug dabei. Das ganz einfache, das was wir jetzt auch gerade in der Hand haben. Da gibt es auch später noch andere. Deutlich bessere, mit denen das alles ein bisschen schneller geht und so. Was haben wir hier noch? Ja, Entgiftungssalbe zum Beispiel. Es gibt auch fiese Krankheiten, die wir uns einfangen können. Keine Geschlechtskrankheiten, schade, aber andere Dinge. Bandagen, ne, zur Heilung. Dafür brauchen wir zum Beispiel Pflanzenfasern 3, Pflanzenprotein 2. Ist eine feine Sache, können wir direkt was herstellen oder den Konzentratriegel auch. Eigentlich dachte ich, da stand immer da, ach da Nahrungswert 45, jetzt sehe ich es, genau. So, dann stellen wir mal den portablen Konstruktor her, jetzt haut er den hier unten rein und das dauert eine Weile. Und so gibt es dann später für die Basis auch noch andere größere Konstruktoren, da können wir viel mehr mit herstellen, was auch teilweise sehr viel länger dauert. Aber das wird noch eine spannende Geschichte, das sage ich euch. Gerade weil es dann auch, ich nenne es jetzt mal, man kann auch gewisse Dinge programmieren. Das ist jetzt erstmal ein recht starkes Wort für das, was man im Spiel machen kann. Also man kann verschiedene Dinge später miteinander verbinden durch Sensoren und Sachen verknüpfen und hast du nicht gesehen. Das wird schon noch eine schöne Geschichte. Also da kann man schon sehr, sehr viel mitmachen. So, Kohlenstoffsubstrat nehmen wir einfach alles mal mit, was wir hier so in der Umgebung finden. Ich drücke mal M. Das ist der Planet. Ja, danke. Hätte ich vielleicht durchlesen sollen. Naja, wir werden ja sehen, wenn ich mich später frage, wie hier irgendwas geht und ihr sagt, ja, hättest du mal gelesen. Ja, hätte. So, das ist der Planet. Da sind wir. Da ist die Rettungskapsel, mit der wir hier gestrandet sind. Hier oben haben wir direkt ein erstes Erzlager. Könnten wir uns anschauen gehen und mal gucken, was das ist. Ich kann hier mit rechts einen Wegpunkt setzen und den wir dann auch bei Annäherung entfernen. Da könnte ich dann auch hier verschiedene Symbole geben. Umbenennen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich es mal gesetzt, dann sehen wir das da hinten. Neuer Marker in der Nähe der Ressource. Ne? Kann man alles mögliche an Markern setzen und so weiter. Und die anderen Sachen des Planeten erkunden wir erst, wenn wir da dran vorbeigelaufen, geflogen sind, wie auch immer. Das ist nur der Planet, auf dem wir gerade sind, Akur. Rechts nochmal sehen wir auch die Schwerkraft, Temperatur von Minimal bis Maximum, Strahlung gar keine, Gott sei Dank. Heißt nicht, dass auf dem Planet gar keine gibt. Unter Umständen gibt es Möglichkeiten, dass wir an Sachen vorbeikommen, die Strahlung beherbergen. So, dann haben wir hier. Ja.
Das Sternsystem, in dem wir uns befinden, Crown, das ist der Planet, der blaue mit dem schönen Ringsystem. Und Akua, der erste Mond, auf dem wir uns befinden. Und hier die anderen Linguist, Gileon, Skillon und Masperon, die anderen Stadtplaneten, auf denen wir auch hätten starten können, die andere alle andere Startbedingungen haben und so weiter. Und da haben wir hier dann noch die anderen Planeten, müssten wir halt uns dann später, wenn wir, naja, raumfähige Fahrzeuge bauen können, sagen wir es mal so, das wird vielleicht ein bisschen dauern. Ich möchte auch direkt noch eine Sache sagen. Ihr könnt natürlich sehr gerne, gebt mir Tipps und vielleicht auch zu Sachen, die ich gerade dann in der jeweiligen Folge gemacht habe, und Kritik auch sehr gern, keine Frage. Aber bitte kein fieses Backseat-Gaming. Also sowas wie, du musst das machen oder wieso machst du das so und nicht so, wie ich das gern hätte, der gerade den Kommentar schreibt. Sowas bitte nicht. Das will keiner lesen, das liest sich immer blöd und da tun wir uns beide keinen Gefallen. Deswegen ganz entspannt wird das hier. Wir machen es uns gemütlich auf dem Planeten, wir machen es uns gemütlich im Weltraum später und überall und überhaupt und gehen die Sache ganz entspannt an, von vorn bis hinten. Wird hier und da vielleicht mal hektisch, da gibt es so ein paar Untergrundgeschichten, da habe ich jetzt schon, naja, wenn ich sage, ich habe da nicht so Bock drauf, dann klingt das erstmal falsch, denn ich habe da schon sehr großen Bock drauf, aber da gibt es ein paar Gegner, da mache ich mir jetzt schon wieder ins Höschen. Naja, das wird hoffentlich noch eine Weile dauern, bis es soweit ist. Bis dahin kann ich mir noch einen Vorrat an erwachsenen Windeln zulegen. Ja, das ist auf jeden Fall das Startsystem, in dem wir uns befinden. Und dann haben wir hier noch die Galaxiekarte. Da finden wir alles Mögliche an Sternsystemen. Auch da können wir später rumreisen. Dafür bräuchte man dann nochmal neue Raumschiffe, die das ermöglichen. Gibt es verschiedene Sternklassen und so weiter und so fort. Und man kann sich hier auch die Territorien anzeigen lassen. Irgendwo ist auch eine Übersicht, was hier was ist. Hier ist die Übersicht, genau. Ja, keine Ahnung. Also, es gibt sehr, sehr viel zu tun, zu erledigen. Aber bis wir hier so weit sind, dauert es eine sehr lange Zeit. Und bis wir überhaupt in unserem, jetzt zeigt es mir gerade gar nichts an. Achso, genau, in unserem Sternsystem rumfliegen, dauert es auch noch mal eine Weile. Es gibt auch später Teleporter und so weiter und so fort. Hier rechts haben wir noch eine Übersicht über die Erzlager, die es gibt. Eisenlager, es gibt Kupferlager, dann gibt es Siliziumlager und was ist das noch? Kohlenstofflager. Und das sind die, die wir dann, ich meine, das sind auch die, die wir durch Abbaugeräte später abfarmen können. So, genau. Dann gehen wir erstmal da in die Richtung und nehmen unterwegs einfach ein paar schöne Sachen mit. Nächte können wir überspringen. Wir haben, ach ja, genau, seht ihr, wir haben den portablen Konstruktor schon gebaut. Ich packe den mal hier unten in die 2. Man kann nicht so ohne weiteres irgendwo siedeln. Also es geht schon, man kann theoretisch fast überall bauen, egal wo. Aber wenn das zu nah an irgendeinem gegnerischen Territorium ist, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal geht es dann auch gar nicht. Und es gibt auch auf dem Planeten verschiedene Biome. Zum Beispiel, also hier gibt es, wir sind immer noch in der Absturzstelle, da oben steht es, rechts oben neben der Minimap. Es gibt sowas wie eine Art Sumpfland. Ach hier, guck mal, Siliziumlager direkt entdeckt, sehr gut. Und Grasland, hier sind wir jetzt in der Ebene. Müssen wir mal gucken, wo wir uns dann früher oder später niederlassen. Titanlager, ach guck an, das nehmen wir direkt mal mit. Das ist doch eine feine Sache. 3 Titanerz. Ja, also für alles, was man macht, bekommt man Erfahrungspunkte. Es geht am Anfang, ihr habt schon gesehen, relativ schnell mit dem Aufsteigen. Pflanzenfaser nehmen wir auf jeden Fall mit. Brauchen wir eine ganze Menge, früher oder später. Und Gegner gibt es ja auch. Gibt halt auch friedliche Gegner. Und nicht so friedliche Gegner. Von denen gibt es mehr. So, prinzipiell können wir halt immer sehr, sehr viel mitnehmen. So, da hinten ist nochmal eine andere Ressource. Wir können auch da mal hingehen. Da können wir die schon mal anschauen, was es wo gibt. Früher oder später brauchen wir die so oder so. Da ist nochmal Titan. Also im Vergleich zu früher sieht das deutlich besser aus, das Spiel. Die haben da einiges gemacht. Die haben auch sogar mit einem der letzten Patches, wenn nicht sogar mit dem 1.1 Patch, nochmal dran geschraubt, dass die CPU nicht wie bekloppt arbeitet. Da haben sie nochmal einiges geändert. Es gibt auch mittlerweile, es gibt hier eine Option,
dynamische Schatten und Global Illumination. Was eine sehr geile Sache ist. Ich habe das aber beides ausgeschaltet, weil selbst wenn ich es einschalte, sehe ich überhaupt gar keinen Unterschied. Ich habe das vorher eine ganze Weile getestet. Aber es macht nichts. Gibt es da einen Trick? Oder ist es einfach noch verbuggt? Oder keine Ahnung. Weil wenn ich es einschalte, es sieht, wie gesagt, nicht anders aus. Aber es zieht extrem an der Performance. Deswegen, ja, keine Ahnung, habe ich das einfach mal ausgeschaltet. Und da es nichts bringt, es keine Veränderung zeigt bei mir, lassen wir es einfach. Auf jeden Fall ist das ein Let's Play, auf das ich mich sehr lange gefreut habe. Ich hatte zwischendrin schon immer mal überlegt, ich denke, komm jetzt und dann nee. Und dann hatten sie nochmal so ein neues Update angekündigt. Da hatte ich jetzt wenigstens bis zur 1.1 Version erstmal gewartet. Kupferlager, sehr gut. So, wir können ja mal gucken. Wir gehen mal nach Westen. Richtung Meer, oder? Das sieht aus wie ein schöner Sandstrand. So, entweder nach Westen oder hier rüber. Wir können ja erstmal den portablen Konstruktor stellen. Ja, ihr seht, hier gibt es so ein kleines Raster. So, dann gucken wir mal rein. Ja, da können wir jetzt schon ein paar Sachen mehr bauen, wie zum Beispiel Biokraftstoff oder ein Motor oder den Motorradbausatz. Das ist eigentlich eine Sache, die findet man relativ schnell. Aber fragt mich jetzt nicht mehr, wo das war. Mit Shift F nehme ich das Ding einfach wieder mit. Und dann haben wir es wieder im Inventar. Das kann man mit sehr vielen Dingen machen. Und es gibt eigentlich... So, warte mal, was ist als nächstes zu tun? Oh, Moment. Ah ja, diese... Ah, wie heißt die? Telluropod, genau. Die machen schon ein bisschen Schaden. Ihr seht, wir machen nicht so viel Schaden. Die sind auch nicht so schwer, die Gegner. Also im Gewichtsbereich schon. Aber nicht, wenn ich gegen die kämpfe. Aber Gegner besiegen... So, die hinterlassen einmal Fleisch, sehr lecker, und mit Shift F, zack, nehme ich automatisch alles mit. Und ihr hört auch das war jetzt relativ laut. Sagt mir da bitte, ob das vom Sound her für euch passt. Da ist der nächste. Da hinten ist so ein Obelisk, da können wir direkt mal hinschauen, was es damit auf sich hat. Es gibt da ganz andere Gegner, die sind deutlich fieser. Wir hatten damals im Let's Play, da gab es so viele erinnerungswürdige Aktionen, die ich da gebracht habe. Oder die einfach das Spiel einem gebracht hat. Ja, oder ich und das Spiel, wir da beide gut harmoniert haben. Und das teilweise sehr, sehr witzig auch war. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Wir waren dann irgendwann auf irgendeinem Mond mal, irgendeine Mission gemacht. Da musste ich in so eine Mondbasis rein. Die war relativ eng. Und es gab auch sehr viele Gegner. Wie ich so bin ich da hin mit dem Raketenwerfer. Ich glaube, ich hatte nicht nur einen mit. Und man kann sich auch selbst verletzen. Also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Selbst der SVC, der Selbstverletzungscounter, der ist auch hier wieder, der wird stark beansprucht werden. Das verspreche ich euch jetzt schon mal. Und jedenfalls, ich mit dem Raketenwerfer in diese enge Bootbasis rein. Natürlich selber ein paar Mal verreckt, weil ich damit rumgeballert habe, wie so ein Idiot. Und dann irgendwann mussten wir fliehen. Und dann hatte ich im Blueprint-Modus, zeige ich später mal, wie das alles geht, brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt, starkes Flüstern aus dem Obelisken. Ja, okay, gehen wir mal hin. Und dann mussten wir dort fliehen und da hatte mir einer von euch aus der Community, man kann Blueprints ganz easy über den Steam-Workshop teilen, da hatte einer so ein fliegendes Haus gebaut und das hatte ich damals im Blueprint-Bereich schon fertig gebaut und musste es nur noch eigentlich auswählen und platzieren. Und Gott sei Dank hatte ich das damals irgendwie dabei und bin dann damals mit einem fliegenden Haus vom Mond geflohen. Sah mega lustig aus, wie ich raus bin aus der Basis, dieses Haus platziert, dann einfach weggeflogen. Ah, das hier hat jetzt mehr Lebenspunkte, gibt aber auch mehr Ressourcen, wenn mich nicht alles täuscht. 183 Lebenspunkte, 37 Schotter, ja, kein Geld, gibt's auch.
aber Schotter brauchen wir auch. Man kann auch das ganze Gelände ummorfen. Also wir können ja später Löcher durch die Berge schießen und so weiter. Hast du nicht gesehen? Es gibt auch richtige Bohrer, mit denen wir das Erdreich abtragen können. Es gibt sehr, sehr viel. So, das ist ein Obelisk. Aha. Kommen wir rein? Eine Key-Matrix brauchen wir. Oder ein Matrix-Key, wie auch immer. Okay. Interessant. Wir sehen da hinten, die Sonne geht gerade unter. Es sieht schon viel, 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 viel schöner aus als damals. Gerade auch das Wasser. Ach, guck mal, da drüben. Ein Scientist Camp. Ja, also bei mir ist eine Mischung aus sehr vielen neuen Sachen, die dazugekommen sind. Und halb vergessene Sachen von damals. Ah, guck mal, vier Bären. Diebstahl? Ach nö, ach komm. Doch nicht, weil ich die Bären geklaut habe. Wow. Direkt unbedingt. Ja gut, jetzt. Tales of Tesh. Es ist nicht alles auf Deutsch übersetzt. Das ist so ein bisschen manchmal das Problem. Ja, wir lesen uns mal die Daten durch. Ich weiß gar nicht, ob es einen Deutsch-Patch gab. Also es sind viele Interface-Sachen sind auf Deutsch, wie wir es gesehen haben. Wenn auch nicht optimal übersetzt. Aber viele Texte halt nicht. Okay, oder? Ach, keine Ahnung. Aha. Ja. Logbuch retten. Die Logs sind teilweise beschädigt. Vielleicht können wir mehr Informationen retten, wenn wir mehr davon an anderen Orten finden. Die Informationen in der Konsole könnten helfen, diese zu finden oder uns sogar sagen, wie wir mit dieser Person Tash Aki Talen in Kontakt treten können. Na, ist doch schön. Da haben wir jetzt also eine Mission. Aida, so nennt, also IDA, Aida, so nennt sich unsere, ja, diese Computerstimme, die da vorhin mit uns gesprochen hat. Die ist unser kleines Helferlein und unterstützt uns bei einigen Dingen. Die bekommen wir noch öfter mal zu hören oder zu lesen. Ja, was so die Mission angeht, es gibt gerade für den Startplaneten schon so einen roten Faden, dem man folgen kann. Aber wie gesagt, man muss es nicht. Ah, jetzt hör doch auf mit deinem Klauen. Ja, ja, ja. Hat er wieder Mist gebaut. Macht aber nichts. So, Kohlenstofflager, genau. So, Eisen brauchen wir. Kupfer, Kohlenstoff, alles mögliche, alles mitnehmen. Also, das ist eine Sache, die kann ich direkt mal ansprechen. Die Geräuschkulisse an sich, gut, jetzt hier beim Abbauen, das klingt manchmal merkwürdig, aber die Gegner, die haben teilweise eine richtig geniale Geräuschkulisse. Und da gibt es so einen spinnenartigen Gegner, wenn ich daran denke, wenn ich das höre. Ich habe sonst nichts, egal in welchem Spiel, sind mir Spinnen scheißegal. Das macht mir nichts aus. In dem Spiel, plus dem Sound, den die haben, ihr werdet es noch feststellen. Also es könnte öfter mal ein ins Mikrofon geflüstert kommen. Nicht wundern also. So, da haben wir wieder ein bisschen Schotter gemacht. Auf jeden Fall brauchen wir auch deutlich mehr Holz. Da können wir einfach schon mal was mitnehmen. Die haben relativ viele Lebenspunkte, aber wir brauchen das so oder so. Auch hier kann man wieder komplett optimiert das Spiel angehen, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte es ganz entspannt einfach auf meine Art und Weise spielen, 9 Holzstämme bekommen. Die Holzstämme, 9 klingt jetzt nicht viel. Aber die werden erstmal noch weiter verarbeitet zu Brettern oder irgendwie sowas. Da macht irgendwie so ein bisschen Klick in meinem Kopf. Da kommt dann deutlich mehr raus, mit denen man dann wiederum mehr anfangen kann. Man kann auch Raumschiffe komplett
selber bauen. Also man ist nicht darauf angewiesen, auf die, ich stelle mal ein paar Bandagen her, man ist nicht auf die Blueprints angewiesen, die es im Spiel gibt. Man kann auch Raumschiffe komplett selber bauen. Rechts kommt gerade ein Gegner. So. Da. Kleines Alien-Insekt. Deutlich schneller als die Telluropod, halten aber nicht so viel aus. So, wir gehen erstmal weiter Richtung Westen. Es gibt ja auch Aliens und hast du nicht gesehen und Raumstationen. Also es gibt schon sehr, sehr viele Sachen. Das ist wirklich unfassbar, was das Spiel mittlerweile bietet. Das Spiel an sich gibt es auch schon sehr lange. Oh, hat er mich getroffen? Okay. Antitox-Salbe müssen wir herstellen. Okay. Hat sich aber schon wieder gegeben, ne? Ihr habt gesehen, der hat ordentlich Schaden bei mir gemacht. So, dauert immer ein bisschen. Man kann die nicht futtern wie sonst was, diese Verbände. Muss immer ein paar Sekunden abwarten. Na komm, nimm mal noch einen. Jo, perfekt. Hier, Taschenlampe. Zack. Hätten wir auch. Falls notwendig. Das ist die Entgiftungssalbe. Brauchen wir jetzt nicht, denn wenn wir andere negative Effekte auf uns haben, das würde hier stehen. Das werden wir später, früher oder später sehen wir das auf jeden Fall noch. Also, hoch, nee, da wollte ich nicht rein. Ja, also hier gibt es dann später noch einen Schutzanzug, verschiedene und Sachen, die ich hier vernichten kann. Und ihr seht jetzt schon, wir haben nicht viel gesammelt. Das ist wirklich nicht viel. Wir sind schon fast beim Inventarlimit. Also, wie gesagt, es ist so unfassbar gering gehalten. Deswegen, mein Tipp ist da, schaltet es aus, wenn ihr das Spiel spielt. Habt da deutlich mehr Freude mit. So, jetzt wird hier bald Nacht. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwo niederlassen. Wir müssten uns auch unter Umständen irgendwo niederlassen, wo wir dann ein paar Bäume haben. Also es nützt nichts, jetzt eine schöne Stelle irgendwo an einem See oder an einem Meer zu finden. Es müssen auch so ein paar Ressourcen muss es geben, aber es wird nicht so wahnsinnig lange dauern, bis wir eine schnellere Fortbewegung finden. Aber ich, wie war denn das? Diesen Motorradbausatz, den hat man irgendwo gefunden. Benötigt 5 Kohlenstoffsubstrat. Da können wir mal gucken, den können wir jetzt bauen. Seht ihr, den können wir sogar selber bauen. Ich muss nur in den Input was reinlegen. Und dann bauen wir den mal. Und eigentlich wurde das gegen einen Hoverbike getauscht. So, jetzt haben wir das hergestellt. Jetzt könnte ich den... Es gibt immer Input-Output für die Konstruktoren. Und später kann man die mit Kisten verbinden. Man kann dann sagen, okay, ich habe für einen Konstruktor, der stellt bestimmte Sachen her. Und hat eine Kiste mit bestimmten Input-Sachen. Und hat auch eine Output-Kiste, wo er die fertigen Sachen dann reinpackt. Also es ist eine sehr, sehr schöne Sache. So, dann gucken wir mal. Irgendwo konnten wir doch das Moped bauen. Hier, ah ja, genau. Seht ihr, da steht zwar noch Motorrad, ist auch mittlerweile das Hoverbike. So, jetzt hat er den Motorradbausatz genommen und wir haben uns das Teil hergestellt. Wir nehmen auch mal wieder das ganze Zeug mit. Und da ist es. Da schaltet es dann die Third Person. So, und dann geht das los. Hui. Also man ist damit schon, ihr seht es, viel, 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 viel schneller unterwegs. Und das Teil braucht meiner Meinung nach auch gar keinen Treibstoff oder so. Das war, glaube ich, beim Motorrad so, ne? So, hier werden wir jetzt an diesem See. Guck mal an, das ist der, glaube ich, ne? Es ist auch nur ein See tatsächlich, kein großes Meer. Aber wir können uns ja hier mal einfach mal niederlassen. Ich lasse es mal hier stehen. Dann pack den erstmal zurück. Pack ich mal hier unser Zelt hin. So, und wir gehen gleich schlafen. Rechts oben haben wir noch eine andere Anzeige. Neben der Minikarte, da steht leicht bewölkt, Heide. Heide ist das Biom, in dem wir uns befinden. Und drunter, dass der Sonnenuntergang in
naja, 38 Sekunden, 37 Sekunden stattfindet. Wenn ich jetzt mit dem Hoverbike der Sonne entgegenfahre, dann steigt die Zeit wieder, ne, weil wir uns sozusagen Richtung Sonne bewegen. Und wenn ich entgegengesetzt fahre, dann, wo steht denn jetzt mein Zelt, da drüben, dann sinkt das wieder. Logisch, oder? Ich denke schon. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also die Planeten, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Es gibt große Planeten, kleine, mittelgroße. Ich glaube, das ist so ein mittlerer. Ich weiß gar nicht, steht das hier irgendwo? Planetengröße, nee, sogar ein kleiner. Seht ihr, Akua Stadtplanet ist ein kleiner Planet. So, wir warten mal noch ein bisschen, bis die Sonne da hinten untergegangen ist. Dann kann ich mal... Wir hätten sogar noch 46 Freischaltpunkte. Okay, das ist ja schön. Dann gucken wir mal für die Basis. Da brauchen wir auf jeden Fall Frachtboxen, schalten wir direkt mal frei. Munitionskisten sind eine fantastische Sache. Man wird später, gibt es Drohnenangriffe auf die Basis. Wenn man automatische Geschütze hat und Munitionskisten, bedienen sich die automatischen Geschütze aus den Munitionskisten der Basis und man muss sich da nicht drum kümmern, außer dass die Munitionskisten befüllt werden. Da ist zum Beispiel eine Sache, man könnte einen Konstruktor bauen, der Munition herstellt und die Munition automatisch in die Munitionskiste lagert. Fantastisch. Mega gut. So, was gibt es hier noch? Es gibt auch neue Dinge, die ich halt gar nicht kenne. Ein Drone Bay. Ein Drohnenport. Das ist neu für mich. Okay. Ach, das sind dann Drohnen, die meine Basis verteidigen oder was? Ach, geil. Hier Nahrungsmittelprozessor, auch nicht schlecht. Solarzellen, die können wir schon mal mitnehmen. Hier, Selbstschussanlagen Spieler, die gönnen wir uns mal. Nahrungsmittelprozessor nehmen wir direkt mal mit, Munitionskisten. Den kleinen Konstruktor auch mit. Generator brauchen wir. Wir brauchen Strom. Da müssen wir später für die Stromversorgung sorgen. Entweder dann über Solarzellen. Wir haben auch kleine Solarpaneele, aber die sind nicht so geil, denn direkt die Solar... Zellen und die Energiekondensatoren, dass die den Strom speichern. Geldautomat gibt es auch, ja. Auch die Teleporter. Aber das dauert, bis wir da hinkommen. Da gibt es noch hier ganz, ganz andere Reparaturplattformen. Und hast du nicht gesehen? Was haben wir noch? Ein Dekonstruktor, Schmelzofen. Großer Konstruktor, der dann nochmal ganz andere Sachen bauen kann als der kleine. Verbesserter Konstruktor. Die gehen dann teilweise schneller oder da passt mehr rein oder was auch immer. Dekonstruktor, Schmelzofen brauchen wir später auch. Dann hier. Kern. Für die Basis muss man den Kern bauen. Wenn man den Kern irgendwo gesetzt hat, kann man ringsrum sich die Basis errichten. Und Erweiterung für die CPU. Die haben dann mehr irgendwo stets. Warte mal. Ja, irgendwo gibt es dann später, es gibt dann eine Basisübersicht mit allen Dingen, die man gebaut hat. Und theoretisch auch das CPU-Kernlimit oder Baulimit für die CPU. Keine Ahnung. Das ist bei uns deaktiviert, deswegen können wir uns von Anfang an austoben. Das ist ganz cool. Gibt auch größere Generatoren. Was ist das denn? Gebietsbeanspruchungsgerät. Das ist vermutlich für Multiplayer. Das ist, genau, wird im Multiplayer verwendet. Da steht es auch, um Anti-Grieving-Zone zu errichten, damit sich da Gegner nicht ungestört bedienen können. Treibstofftank, auch nicht verkehrt. Da kann man Treibstoff komplett einfüllen, dem der Generator verbrauchen kann. Kann man bauen, wie man lustig ist. Also es gibt viele Optionen, die zu gleichen Zielen führen. Also viele, viele Möglichkeiten, die auf dasselbe hinausführen können. Das ist eine schöne Sache. Nur O2-Station brauchen wir am Anfang noch nicht. Wir gucken dann nachher mal durch. Wir gehen jetzt erstmal pennen 8 Stunden. Zack. Und das geht auch relativ flott. Und wir sehen... Der Mond da hinten ist jetzt da, wo die Sonne gerade war. Der geht gleich unter. Rechts oben sehen wir Sonnenaufgang in 1,5 Minuten. Können wir uns mal noch so ein bisschen einfach mal die Zeit vertreiben. Wir nehmen erstmal unser Zelt wieder mit und steigen gleich nochmal aufs Hoverboard oder aufs Hoverbike und fahren mal hier rüber. So, dahin. Da wollen wir hin. 1,8 Kilometer. Und schauen uns dort drüben mal um, ob das vielleicht eine Gegend wäre, wo wir uns ansiedeln wollen. Schauen wir einfach mal. So, wir gehen nochmal in den Tech-Tree rein. Großraumschiffe brauchen wir erstmal nicht. Hier Warp-Antrieb braucht man später, um in andere Systeme springen zu können.
zum Beispiel. Ich habe damals einen T7-Transporter, glaube ich, von Elite Dangerous mal nachgebaut. Den gibt es sogar noch im Steam Workshop. Es gibt unfassbare Dinge, die Leute da teilweise zurechtgebaut haben. Also schon enorm. So, Bodengleiter, das ist eine Sache, die wir uns vielleicht früher oder später mal selber zusammenbauen können. Das kann auch dumm aussehen, wie es soll. Ne? Also man kann auch so ein Penisraumschiff bauen, wenn ihr da Lust drauf habt. Oder irgendwas anderes, was in eure Humorzone passt. Und Hauptsache, das fliegt irgendwie. Man muss dann auch auf so ein paar Sachen achten. Das habe ich nicht mehr ganz so im Kopf, wie das ging. Hier so ein Holzvollernter zum Beispiel. Könnte man einen Bodengleiter vorne dran bauen. Dann kannst du damit ganz einfach Holz abbauen. Ich glaube, da musst du nur an die Bäume ranfahren und dann sägt er die ab. Und dann haben wir hier noch diverses. Hier so ein Basisstarter. Genau den müssen wir bauen. Dann glaube ich mindestens ein, also diesen CPU-Kern und dann kann es losgehen. Kraftstoffzellen, ja, die müssen wir dann später bauen. Die sind aus Promethium. Das sind die Kraftstoffzellen, um dann auch später die ganzen Raumschiffe zu betreiben. Die Draht, oh ja, die Verbindung Werkzeuge. Das Multiwerkzeug T1, das wäre schon mal sehr viel besser. Das können wir mal freischalten. Ein Erzscanner, ja. Tragbares Arbeitslicht, Waffen. Da können wir mal gucken. Sturmgewehr wäre super. Schrotflinte auch. Sprengladungen sind auch gut. Leichter Schutzanzug. Gibt auch Händler und ach, es gibt so viel. Also kann auch Sachen später kaufen. Minigun. Wir holen uns mal noch Sturmgewehr und Schrotflinte dazu. Wenn man die jetzt erforscht, bekommt man automatisch dann auch die Option. Ach Quatsch. Die Option, die Munition dann da gleichzeitig damit herzustellen. Also das Motorrad, also wenn er hier springt, das macht er automatisch, wenn er irgendwo gegenfährt. Das kann ich selber springen, kann ich damit nicht. Aber das Motorrad, kann ich mich erinnern, das fuhr sich immer sehr, sehr scheußlich. Ich vermute, die Steuerung, die ist genau die gleiche geblieben. Die haben halt nur ein Hoverbike draus gemacht, weil sie gesagt haben, okay, wir kriegen die Steuerung fürs Motorrad nach 10 Jahren immer noch nicht hin. Dann lass uns das Ding einfach zum Hoverbike umfunktionieren. So ist meine Idee, wie das jetzt hier ins Spiel kam. Okay, guck mal, das sind friedliche Gegner, so kleine Dinosaurier. Oh, da bin ich aus Versehen gegen eins gefahren. Naja, was soll's. So, jetzt sind wir im Marschland, beziehungsweise jetzt im Sumpf. Im Sumpf haben wir damals gesiedelt. Das tue ich mir nicht nochmal an. Ihr hört die ganze Zeit dieses Zirpen, dieses ja, komische Geräusch da im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Hoverbike mittlerweile, ob man damit auch über Wasser fahren kann. Das wäre ja ein Ding. Das wäre viel zu einfach. Nee. Nee. Das Ding sinkt ein. Okay. Das hat jetzt nicht funktioniert. Also das machen wir nicht. Im Sumpfland auf keinen Fall. Dann fahren wir doch mal wieder in die andere Richtung rüber. Nee, Sumpfland machen wir nicht. Das hat man damals aus Versehen gemacht. Ich habe das erst damals später mitbekommen, dass es da verschiedene Biome gibt. Hier gibt es zwar viele Bäume. Also wie gesagt, der springt immer mal automatisch nach oben. Ich weiß selber, springen geht mit dem Ding glaube ich gar nicht. Also die Steuerung von den Raumschiffen fand ich sehr gut damals. Die ist echt nicht verkehrt gemacht. Aber von dem Motorbike und Hoverbike, was hier gibt, ist... Ja, es ist relativ rudimentär gehalten. Aber man kommt immerhin hoch. Man kommt schnell voran. Ist ja auch schön. So, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal raus aus dem Sumpfland. Das machen wir nicht. Da ist nochmal eine Ressource. Die können wir alle mal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, konnte ich irgendwie in die First Person gehen, wenn ich hier... Was ist denn das? Du fühlst dich durch ein beruhigendes Gefühl gestärkt. Aha. Ach, durch die Schmetterlinge hier, oder was ist das?
Aha. Okay. So, hier ist jetzt normaler Wald. Ebene. Wir fahren jetzt hier rüber, genau. Wird nochmal ein bisschen dunkler gerade. Weil wir jetzt theoretisch Richtung Nachtseite nochmal unterwegs sind. Na, guck mal, da macht er auch automatisch das Licht an. Aber eigentlich gar nicht so verkehrt hier, oder? Na gut, hier ist auch wieder diese sumpfigen Bäume. Die möchte ich nicht sehen an der Basis. Im Gebirge selber, ne, müssen wir nicht haben. Vielleicht dann doch da, wo wir vorhin schon waren. Da waren ja diese Tannen. Dann lass uns mal dahin nochmal hindüsen. Irgendwo müssen wir auch mal anfangen. Und ich sag mal, wenn Wasser in der Nähe ist, ist es schon mal nicht so verkehrt. Aber, oh Alter, das ist furchtbar. Mit einem Bodengleiter, mit einem richtigen Bodengleiter kann man da so ein bisschen umgehen. Weil man da auch nach oben oder nach unten so ein bisschen steigen und sinken kann. Aber trotzdem Hoverbike schon mal eine Verbesserung im Vergleich zum Motorrad. So. Ja, warum nicht? Es ist doch eine schöne Aussicht hier. Wir haben einen eigenen See. Erinnert mich irgendwie, irgendein Gebirge im Hintergrund, irgendwie an Sons of the Forest. Ich weiß nicht warum. Hat doch auf jeden Fall was, oder? Wenn wir uns hier ansiedeln, hier Tessellation ist mittlerweile auch drin, das so ein bisschen abhebt, die Bodentextur. Ist jetzt nicht die optimalste Umsetzung, aber wenn man nicht genau hinguckt, sieht es ganz gut aus. Und guck mal hier, schöne große Siliziumvorkommen. So, dann. Gut, den hatte ich mitgenommen. Das ist schon mal schön. Ich platziere jetzt einfach mal den portablen Konstruktor hier. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie. Wir brauchen. Hier. Starterbasis brauchen wir. Dafür benötigen wir einen Kern. Steht da unten. Und den Kern bekommen wir. Durch 5 Computer und 3 Glasfaser. Jetzt ist es so, man muss die nicht extra herstellen. Wenn man genügend Sachen. Ich packe jetzt einfach mal so ein paar Sachen hier rein. Warte mal, ging das nicht mit? Genau, Shift-Klick. So, wenn wir jetzt genügend Sachen drin haben, habt ihr gesehen, hier wurde jetzt schon einiges anderes freigeschaltet. Dann würde der, wenn wir die Ressourcen übrig haben, automatisch, bevor er. Also ich könnte den Kern herstellen. Wir brauchen aber 5 Computer. Wir können mal gucken, was brauchen wir für einen Computer. Stahlplatte, Glasfaser, Elektronik. Also wir brauchten auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Eisenerz oder vermutlich eher noch mehr. Habe ich nicht Kupfer vorhin auch eingesammelt? Habe ich kein Kupfer? Eisenerz, Titan, Holz, Schotter, Silizium. Habe ich kein Kupfer? Echt nicht. Na, auf jeden Fall mache ich das hier mal als. Eher so rum. Da wird es automatisch sortiert. Auch das verdorbene Lebensmittel, die Sachen können wir später gebrauchen. Also, ne, man kann schon später sagen, baue mir direkt das, was ich möchte. In dem Fall den Basisstarter. Und das Spiel rechnet euch automatisch zurück. Und das würde jetzt anzeigen, wenn wir die richtigen Ressourcen hier drin haben, dass der alle Vorgängerprodukte automatisch dann baut. Ne? Dann fängt er an mit den Computerbauen, mit den Plattenbauen und dann stellt er den Kern her und dann letztendlich die Basis, den Starter. Aber uns fehlt dafür was. Dann klopfen wir mal uns so ein bisschen die Gegend ab. Es ist jetzt nicht so wild, dass wir das nicht sofort bauen können. Kohlenstoff nehmen wir mit, das geht flott. Und dann können wir hier unsere. Haben auch so ein leichtes Meeresrauschen, Wellenrauschen dabei. Das wäre ganz schick. Ich nehme jetzt mal nicht den Gleiter für alles Mögliche mit. Silizium brauchen wir. Spätestens für die Solarpaneele ist das notwendig. Aber ich glaube, Kupfer, das ist wichtig. Weiß jetzt nicht, ob wir. Ich dachte, wir hätten vorhin schon mal Kupfer gefunden. Na gut. Ja,
Ja, die brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Also theoretisch könnte ich die erstmal. Ist das davon Kupfer? Nee. Ich glaube, Kupfer ist eher so in den Wäldern zu finden. Es gibt immer mal so ein paar Hotspots. Da findest du ein paar von denen auf dem Haufen. Wie vorhin mit dem Titan. Da lag noch mehr rum. Ich habe das nur nicht alles mitgenommen. Weil wenn ich jedes Mal alles mitnehme, was irgendwie eine Reichweite ist, dann komme ich gar nicht mehr aus dem Sammeln raus. So, gucken wir mal. Eisen ist so ein bisschen bläulich, Kupfer ist natürlich so ein bisschen, geht so ins rötlich, braun-rötlicher. Ist das hier? Huch. Hä? Okay. Kohlenstoff nehmen wir mit. Wir wissen ja auf der Map, wo unser Hoverbike ist. So, Pflanzenprotein, alles mitnehmen. Level 5 erreicht, guck mal. Nebenbei noch ganz entspannten Level gemacht. Dann gucken wir mal hier rüber, ob wir hier irgendwo Kupfer finden. Ne, das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, würde deutlich schneller gehen mit dem Hoverbike, die Gegend erkunden, wo ist hier Kupfer, wo ist hier Eisen. Von jedem nochmal irgendwie, hier ist Eisen. Nochmal was mitgenommen. So, Eisen, sehr gut. Könnte das auch mit der Drohne immer mal so ein bisschen umgucken, aber ich laufe lieber häufiger einfach so rum, als ständig irgendwie einen Modus zu wechseln. Auch nochmal Eisen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir wirklich schon Kupfer dafür brauchen, aber ich denke schon. Es ist jetzt auch nicht die seltenste Ressource, Kupfer. Theoretisch findest du das ja auch in jeder Ecke, aber ihr wisst, wie es ist, ne? Wenn man es gerade braucht, ja, fehlt's. Na gut. Also Gott sei Dank, die großen Tiere, die wir hier überall sehen, die da hinten auch gerade waren, die sind verhältnismäßig entspannt uns gegenüber. Bin ich auch sehr froh drum. Und je weiter wir dann auch die Basis später ausbauen, desto heftiger können auch die Drohnenangriffe werden. Die waren nie wirklich eine große Gefahr, können aber hier und da natürlich auch die Basis beschädigen. Aber das finde ich ist ein ganz cooles Element. So ein bisschen wie die Basisangriffe in Valheim, was wir aktuell noch spielen. Konfetti-Moos-Krümel, ja. Was ist denn das da hinten? Okay. Echt kein... Mensch. Vielleicht reicht auch, dass wir nur das Eisengrad brauchen, aber ich glaube... Glaube ich nicht dran. Bisschen Kupfer bräuchten wir. Können aber mal so ein paar Konstant. Was ist das hier? Pflanzenprotein können wir auch noch herstellen. Ich baue mal so ein paar Riegel zusammen. Gut, das macht er nebenbei. Und alle paar Level können wir dann einfach mal, oder wenn wir dran denken, auch mal die Forschungspunkte wieder ausgeben. Ah, war da Kupfer? Achso, nee. Das war nur sowas. Aber Eisen. In der Regel findet man Silizium, Eisen und Kupfer direkt in der Absturzstelle. In der näheren Umgebung. Zumindest habe ich das so im Gedächtnis. Aber macht nichts. Dann machen wir direkt mal eine kleine Ressourcentour und nehmen das mit, was mir gerade als wichtig erscheint. Auch nochmal Eisen. Okay, so ein Eisenspot. Da hinten ist Silizium. Das sehe ich schon. Da ist das Siliziumlager. Ja, hier waren wir schon. Da haben wir schon mal eine Runde gedreht. Ich weiß nicht, ob wir da hinten Kupfer haben. Achso. So, futter da mal ein bisschen was.
Könnte man nicht auch? Ah ja, mit Shift links klickt, dann baut er uns gleich 10 von den Dingern zusammen. Machen wir das mal. Das da drüben könnte Kupfer sein, oder? Das hier vorne? Ach nee, ist wieder Titan. Okay, ja gut, von mir aus bin ich nicht böse drum. Können wir mitnehmen. Da ist Silizium wieder. Denn wir hatten damals im Sumpf gebaut und da hatten wir immer einen so einen Telluropod, der immer wieder gespawnt ist, der immer wieder irgendwas von uns wollte. War so ein bisschen der kleine fiese Hausgeist, der immer wieder da unterwegs war. Okay, also kupfertechnisch haben wir gerade wirklich Pech. Aber dafür nehmen wir direkt mal ein bisschen was an Titan mit. Na, guck mal. Stufe 2 Telluropod. Ich weiß gar nicht, welche Stufe die anderen waren. Ich glaube auch 2. Verfolgt uns wieder einer. Ich lasse den jetzt mal in Ruhe. Ich möchte doch nur ein bisschen Kupfer finden. Das darf nicht wahr sein. Kommt er noch? Nee, jetzt dreht er rum. Okay. Gibt auch später, kann man sich so eigene Gewächshäuser zusammenbauen und einen schönen Flugzeughangar für seine ganzen oder Garagen für die ganzen Gefährten, die man selber baut. Also da habe ich damals auch im Kreativmodus, neben dem Let's Play, hatte ich ja dann mir so ein paar Raumschiffe gebaut. Ey, das ist schon mega geil gemacht. Also, man braucht auch eine ganze Zeit für, um das dann gut hinzubekommen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind auch neue Baumöglichkeiten hinzugekommen? Werden wir sehen. Also, wie gesagt, auch damals lange nicht alles erschöpft. Was das Spiel so hergab. Da hinten ist auch wieder Titan. Kein Kupfer. Das darf nicht wahr sein. Aber hatten wir nicht vorhin wirklich Kupfer abgebaut? Na gut, also wenn wir auch Silizium mitnehmen können, bin ich da wie gesagt nicht böse. Hier ist auch wieder Titan und Silizium überall. Ja, und das erste mit, was wir uns mal herstellen, ist dann mit Sicherheit auch ein neues Multiwerkzeug. Eine Waffe. Eine richtige. Das hier ist ja nur so zum Übergang. Kann auch später Sachen dann herstellen und an Händlern verkaufen, um da ein bisschen an Geld zu kommen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Oder Aufträge erfüllen. Und also, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sandbox. Das gibt's nicht, ey. Warte mal, hier war doch irgendwo. Doch, Moment. Da oben war ein Kupfererzlager. Wenn wir jetzt nichts finden, dann gehen wir da mal hin. Die hätte ich mir aber eigentlich aufheben wollen. Aber zur Not nehmen wir das natürlich. Weil bei den Kupfererzlagern, es gibt dann später die Möglichkeit, so Abbaugeräte drauf zu bauen. Und die laufen dann unendlich lange. Wenn ich das jetzt so freiräume, dann ist es irgendwann leer. Wenn es leer ist, kann ich auch kein Abbaugerät mehr drauf bauen, wenn ich da recht informiert bin. Aber wenn man das macht, bevor man die angeknabbert hat, oder das kann man glaube ich auch einstellen, dann laufen die ewig und dann hat man immer so einen schönen Fluss an Ressourcen, die man dann eh später braucht.
ist Kupfer. Da. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Kupfer. Hup, hup. Ich doch das Hoverbike mitnehmen sollen, ne? Das hätten wir wenigstens zurückfliegen können oder zurückfahren können. So. Aber gleich gerne noch ein bisschen mehr. Ah ja, nee, jetzt haben wir tatsächlich gerade das erste Mal Kupfer abgebaut. Da wird es auch angezeigt. Da. Genau, da liegen nämlich gleich ein paar Klumpen in der Regel darum. Wie vor mit dem Eisen oder Silizium oder Titan eben. Ah, guck mal, wie schön viel hier rumliegt. Nehmen wir erstmal ein bisschen mit. Ich weiß gar nicht mehr, ob diese Brocken, die ich jetzt abbaue, ob die auch nachspawnen. Ich glaube schon. Alle paar Ingame-Tage kommen die, glaube ich, wieder. Aber bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das so war. Also die Gegner kommen wieder. Die spawnen wieder nach. So, ich denke, das, was wir jetzt im Inventar haben, das sollte reichen. Dass wir da anfangen können, die Basis zu bauen. Wo müssen wir denn hin? Oh, oh, halt, falsche Richtung. Da ist noch was. Da links auch. Ach, hier überall noch. Nehmen wir alle noch mit. Alles mit dem, gibt alles schöne Erfahrungspunkte. So. Dass wir wenigstens heute noch in der Folge den Grundstein für die Basis legen. Dann können wir vielleicht in der nächsten Folge schon so eine kleine Bauepisode draus machen. Ah, guck mal, jetzt gibt es hier aber echt viel. Das, was wir vorhin gar nicht gefunden haben, gibt es jetzt hier fast so ein bisschen im Überfluss. Wobei das natürlich nur sehr, sehr wenig ist im Vergleich zu dem, was wir später alles mal brauchen. Gerade wenn man Raumschiffe baut und die aus Blueprints nimmt. Man braucht teilweise so viele Ressourcen. Eigentlich wollte ich Richtung Norden, dass wir wieder zurückkommen, aber jetzt ist hier immer noch, müssen wir uns mal merken, unten im Süden, südlich der Basis dann, da gibt es Kupfer. Level 6 erreicht, guck mal, 30 Freischaltpunkte nochmal bekommen. Also man bekommt schon dann deutlich mehr Freischaltpunkte in der Level 1 nur ein, jetzt Level 6 schon 30. Aber natürlich werden die Sachen, die man sich dann leisten möchte oder kann, auch teurer. Mein Gott, das hört ja jetzt hört's gar nicht mehr auf. Ach ja, man braucht ja dann, glaube ich, auch für die anderen Multiwerkzeuge irgendwie Multiwerkzeug-Munition, ne? Oh, wie war das denn? Könnte man das dann so einfach schon in Betrieb nehmen? Müssen wir mal schauen. Also was für so Kleinkram alles dann später mal nötig ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Da, halt auch geil, ne? Du sammelst eine Pflanze, 100 Erfahrungspunkte. Ich baue mühsam so einen Stein ab. 50. Guck mal, hier ist wieder so ein... Bekomme ich hier wieder diesen Buff von vorhin? Ah ja, tatsächlich. Ach so, der heilt mich, oder was? Ah, interessant. Kann ich den nicht mitnehmen? Im Glas oder so? Gibt es ja auch kein Kupfer mehr. Wir nehmen einfach alles mal mit. Na ihr? Parasaurier. Ich glaube mehr als, dass man die wirklich, naja, töten könnte, kannst du mit denen gar nicht machen. Also weder als Haustier, es sei denn, es hat sich was geändert. Schreibt mir das gern. Ich bin der Meinung, mehr als
Fleischressource oder so ist das nicht, ist dann nicht mehr da. Oh, ein großer Siliziumklumpen, ja, den nehme ich mit. Kleinen Schotterklumpen auch noch. So, und da sind wir wieder. Ausdauer reicht Gott sei Dank eine Weile. Ach ja. So, Motorrad wäre fast despawned, kein Problem. So. Gut, jetzt können wir noch mal gucken. Jetzt geht's. Jetzt können wir direkt den Basisstarter bauen. Und wir sehen hier unten, der baut uns alles andere erstmal vor, was wir brauchen. Das ist eine ganze Menge. Bis dann letztendlich den Kern, der dann wiederum unsere Basis freischaltet. Gleiche für einen Bodengleiter. Das ist ein kleinerer Block. Ja, später, wir können Fenster bauen, wir können Treppen bauen, überhaupt die Blöcke. Man baut immer Quader, zu quadratische Blöcke. Und die kannst du dann später anpassen und noch andere Formen geben. Türen, Schrägen, was weiß ich, alles Mögliche. Man sieht auch immer die Farbkodierung, ne? Rot sind immer Blöcke, die man in den Basen setzt, also in der Basis setzen kann. Man kann hier oben auch filtern zwischen allen Blöcken oder halt, ich will nur Basisblöcke, nur für die Raumschiffe, groß, klein und Gleiter. Es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir gucken mal, was könnten wir denn? Moment. Das Multiwerkzeug T1 würde ich mal mit Lille in die Warteschlange setzen. Ach guck mal, die Kettensäge, auch gut, gerade fürs Bäumefällen natürlich. Braucht Biokraftstoff, können wir theoretisch auch schon bauen. Wo waren das? Hier. 10 Pflanzenfasern. Da würde der die Holzstämme weiterverarbeiten, zweimal, und dann kriegt man sehr viele Pflanzenfasern raus. Also wir könnten einiges an Biokraftstoff dafür theoretisch schon herstellen. Hier Kupferbahn, Siliziumbahn. Wird später auch sehr wichtig. Da brauchen wir sehr viele von. So, und jetzt der Basisstarter. Und eventuell wollte ich ja nochmal, wir müssen mal gucken, Multiwerkzeug T1. Und wir brauchen hier die Multiladung. Und dafür brauchen wir aber Promethium-Pellets. Das heißt, ich kann das Multiwerkzeug T1 nicht ohne weiteres benutzen. Man kann die Sachen auch finden, auch Munition finden und so, kein Problem. Aber für die Herstellung brauchen wir Promethium-Pellets. Aber für zum Beispiel das Sturmgewehr, Gewehrpatronen, da kommen auch gleich, glaube ich, immer 200 oder so raus. Schauen wir mal. Wir stellen jetzt erstmal das Multiwerkzeug her. Wir können es noch nicht verwenden. Schade. So, das ist jetzt der Basisstarter. Wenn ich den platziere, können wir da ringsrum unsere Basis bauen. Wir müssen mal gucken. Ich kann den jetzt, glaube ich, nicht drehen oder so, ne? Das ist auch egal. Also wir müssen uns dann an die Richtung so ein bisschen halten. Boah, ich weiß es auch noch gar nicht. Ich habe noch nicht im Kopf, habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, wie das dann mal aussieht, unsere Basis. Also ich würde nicht direkt unten anfangen, schon eher so ein bisschen, ja, hier oben. Das Ding ist, Moment, kann ich schon einen Bohrer bauen? Stufe 10. Ne, Stufe 7. Was bräuchte ich denn dann für eine Bohrerladung? Achso, auch Promethium-Pellets. Okay, dann können wir das erstmal vergessen. So, das Multiwerkzeug ist fertig. Sturmgewehr ist fertig, genau. Ach, 50 Munition waren es. Okay.
Wow, sieht komplett anders aus als damals, habe ich so im Gefühl. Aber cool. Munition, nehmen wir alles mit. Können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen Munition bauen. Keine Ahnung. Dass wir ein paar hundert Schuss haben. So, nachladen, wenn eine Patrone fehlt. Ihr wisst Bescheid. Ne gut, dann baue ich das vielleicht doch ein Stückchen weiter unten, weil ich zeige es euch dann, weshalb ich das so mache. So. Jetzt können wir hier eine Basis bauen. Und wir haben jetzt auch hier oben eigentlich irgendwo... Vielleicht kommt das noch... So eine Basisübersicht. Hier. Hauptbereich. Da kann man später noch sehr viele Sachen einstellen. Hier, das ist unsere Basis. Jemand einen Namen für unsere Basis? Genau, und hier gab es dann auch die... Was war, warte, war das? P, genau, P war P für Passes. Genau, kann man dann später... Wahrscheinlich im Multiplayer ist das so eine Sache für die Fraktion und so weiter. Und hier gibt es dann auch diese CPU-Statistik, ne? Das ist das, was ich vorhin meinte. Genau, Tier 1 CPU, wir können 80.000 Punkte verbauen. Dann wäre genug. Aber wir haben es ausgeschaltet, deswegen können wir uns direkt austoben. Signallogik gibt es auch. Da habe ich auch damals viel mitgemacht. Da kann man sehr schön Stromkreise bauen und hast du nicht gesehen. Also da musste ich mir damals viele Tutorials angucken, bevor ich überhaupt gerafft habe, was die von mir wollen. Das ist nicht so ohne. Ja, und alle Geräte und so weiter. Man kann alles über diese Schaltflächen dann steuern später. So, wunderbar. Dann haben wir schon mal den Kern gesetzt. So, einmal noch, genau. So, fantastisch. Du kommst mal mit. Na. Achso, ja. So, du kommst mal mit. Ich baue es mal ein bisschen näher hier hinten ran. Aber jetzt bauen wir dann gleich erstmal. Ich packe erstmal alles wieder hier rein. Ja, auch die Komponenten und so. Muss man nie im Inventar haben, brauchst du gar nicht. Meistens jedenfalls. So. Okay, dann könnten wir uns raussuchen, aus welchen Blöcken wir die Basis bauen. Kohlenstoffverbundblöcke. Holzblöcke. Was haben wir noch? Betonblöcke. Stahlblöcke. Und je nachdem halten die auch mehr aus, ne? Also ein Holzblock wiegt 360 Kilogramm. Betonblöcke eine Tonne. Stahlblöcke eine Tonne. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich habe damals so gut wie alles aus Holz gebaut. Aus Beton. Was brauche ich denn da? Zement? Und das machen die, glaube ich, aus Schotter, ne? Das Ding ist, ich baue mal von beiden ein paar. Am liebsten wäre es mir, wenn wir diesen den kleinen Konstruktor schon bauen, aber der braucht dann halt schon eine Stromversorgung. Wir müssen erstmal ein paar Blöcke setzen. Dann können wir uns um den anderen Kram kümmern. Kleine Solarpaneele könnten wir bauen. Was ist denn das? Ach so, das tragbare Arbeitslicht, okay. Hatten wir nicht die... Was ist denn das? Ach ja, die Solarzellen. Genau, die können wir dann erst bauen, wenn wir den kleinen Konstruktor gebaut haben. So, genau. Der macht jetzt hier Holzlatten aus dem Holz. Da kommen sehr viele Holzlatten aus einmal Holz raus. Oder hat gleich direkt alle hergestellt, die er braucht. So, dann haben wir 10 von diesen Blöcken. Und wir müssen halt in der Basis anfangen. Ich kann ihn jetzt nicht hier einfach platzieren, das geht nicht. Müssen hier anfangen und wenn ich Rechtsklick mache, sehen wir alle Formen, die es gibt. Ja, und da kann man sich austoben. Ja.
neu, oder? Die kenne ich gar nicht. Das Ding ist halt, deswegen habe ich es jetzt weiter unten gesetzt, dass wenn ich das direkt als Boden genommen hätte, was es nicht sein soll, sondern der Boden beginnt für uns aus gesehen eins höher, da oben. Wenn wir das nach hinten bauen, dann ist es nicht ebenerdig, aber ist ein bisschen besser. Ich habe halt den Kern gern verdeckt, deswegen hatte ich ihn unten platziert, dass ich drüber anfange zu bauen und dann so ein bisschen muss man auch auf die Statik achten, ist aber nicht so dramatisch wie bei einem Valheim zum Beispiel. Tja, aus Beton bauen? Warte mal, wenn ich den jetzt, ich platziere den einfach mal kurz. Wie viele Lebenspunkte hat der? 800 Lebenspunkte. So. Und die Holzblöcke? 100 Lebenspunkte nur. Okay, das ist natürlich wenig. Nehmen wir mal den Zerlegemodus. Zack. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich den wiederbekommen? Nee, habe ich oder Ressourcen wiederbekommen? Auch nicht. Okay, nee, dann machen wir das mit den Betonblöcken. Ich glaube, ich später noch eine andere. Und hier ist zum Beispiel ne, mit der Drohne bauen viel, viel entspannter. Kannst du ganz entspannt auch die ganzen Sachen setzen. Gut, das war schon. wegen einem Block ausgestiegen. Machen wir das aus Betonblöcken. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich bauen kann. Steht da leider nicht. Wäre cool, wenn da stehen würde, du kannst mit deinen Ressourcen, die du hast, irgendwie noch 500 Stück bauen oder so. Was verwendet er denn eigentlich jedes Mal, wenn er was herstellt? Ein Schotter. Ja, nicht ganz. Baut sich. Okay, ich glaube, mit einem Schotter kriege ich zwei Blöcke, ne? Sieht ein bisschen so aus. Können wir noch ein paar bauen. Können wir auch noch ein bisschen Schotter organisieren in der Zwischenzeit. Man könnte natürlich mehrere Konstruktoren bauen. Machen wir später auch. Bauen wir dann mehrere Konstruktoren. Dass man auch verschiedene Dinge gleichzeitig herstellen kann, weil es gibt dann schon einiges, was relativ lange dauert in der Konstruktion. Ah, guck mal, hier muss doch viel Schotter drin sein. Der hat über 500 Lebenspunkte. Den nehmen wir jetzt mal mit. Sieht sehr schön aus. Solche schönen Steine gab es damals zum Beispiel gar nicht. Oder Felsbrocken in dem Fall. Oder was auch immer. Gestein. Gibt dann später auch so verschiedene Bohrer. Auch für Bodengleiter kannst du dann so eine Bohrmaschine bauen, womit du durch den Felsen gräbst oder so. Haben wir damals alles gemacht. Mega geile Aktion. Ich weiß noch, da habe ich mal so einen ewig langen Tunnel gebohrt, den wir dann letztendlich gar nicht verwendet haben. 102 Schotter. Ja, das hat sich gelohnt. Das ist deutlich mehr, als wir gerade überhaupt insgesamt hatten. Und hilft uns auf jeden Fall, einige Betonblöcke zu bauen. Na komm, dann nehmen wir hier noch ein paar mit, dann kann er da hinten noch ein paar Blöcke zurechtzimmern. Ja. Und ich denke, wenn wir so mit anderthalb Stunden in der ersten Folge rausgehen, sind wir ganz gut bedient, oder? Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass endlich wieder losgeht, Empyreon. Hab ich schon ein bisschen vermisst. Wir haben damals schon recht lange gespielt. Es gibt aber auch nicht mehr, hatte ich jetzt in den letzten Wochen tatsächlich öfter gelesen. Einige haben sich Let's Play von damals angeguckt. Aber es gibt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ich habe nichts gelöscht von dem Let's Play, nicht mehr alle Folgen. Naja, jedenfalls gibt es auch eine aktuelle Playlist, mache ich natürlich auch. In der dann die neuen Folgen alle reinkommen. Ah ja, seht ihr, ich könnte auch mit dem hier sogar schon Löcher buddeln. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Da hätte ich das zum Beispiel mit dem CPU-Kern machen können, aber das passt. So, 42. Hier hauen wir den Schotter da rein.
kannst du hier noch ordentlich ein paar Betonblöcke zusammenfriemeln. Wir brauchen sehr, sehr viele Blöcke. Also ein paar mit oh, hunderte, tausende Blöcke. Sucht euch raus. Ja, dann müssen wir uns erstmal eine Bodenplatte bauen. Da können wir dann später Bett bauen und so weiter und so fort. Achso, man könnte auch ziehen, ne? Ja, stimmt. Sehr gut, das habe ich schon wieder vergessen. Ah, guck mal. Fantastisch. Oh, da machen wir uns gleich einen schönen großen Bereich. Okay, das war's schon. Ne? Also ihr seht, die gehen sehr, sehr schnell, gehen die alle. Zelt auf einer Betonplatte, um Himmels Willen. Ah, guck mal, es gibt sogar verschiedene Zelte. Das Gute ist jetzt, wenn wir schlafen gehen, wir bauen jetzt noch einiges zusammen. Dann macht er das über Nacht. Die 8 Stunden stellt er jetzt auch die Sachen her und das ist fertig. Geil, oder? Guck mal, ich habe jetzt 300 Blöcke mit, die sind recht schnell verbaut und das wäre ein Volumen von 27.000. Da könnt ihr euch ausrechnen, dass ich wahrscheinlich einen Block oder so mit mir rumschleppen könnte. Also vergiss es, das mit der Inventarkapazität finde ich in dem Spiel leider komplett albern. Deswegen ohne. Gibt dann natürlich auch eine schöne Seeterrasse. Und hier müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Und der braucht dann teilweise schon zum Boden unten eine Verbindung. Deswegen ziehe ich jetzt hier mal einmal. Komme ich jetzt nicht drunter, aber das reicht eventuell. Ich dachte, die sind schon wieder alle. Ne, wir haben noch 200. So. Schöne Seeterrasse, dann später mal da hinten hin. Und so hätten wir einen kleinen Bereich. Das reicht, sage ich euch jetzt schon, das reicht vorn und hinten gar nicht. Also könnt euch schon drauf einstellen. Irgendwo da hinten wird dann vielleicht mal auch eine Pyramide stehen. Ein Flugzeughangar. Ein Raumschiffhangar eher. Ein, zwei, einen großen, mehrere, keine Ahnung. Garagen für Bodengleiter, Stadt- und Landeplätze, das wird eine ganze Menge. Ah. Ah, Mist. So wollte ich das nicht, aber ist egal. Machen wir es noch eins breiter. So, Kollege, du musst da mal weg. Das geht so nicht. Verschwindet gleich. Dann machen wir das hier auch noch gleich um zwei breiter in der Breite. Die Tür gibt es später noch. Ist es weg? Jetzt. So, dann könnte man sagen, okay. Treppen musste man extra bauen. Es gibt ja auch Rampen. Ich kann sagen, okay. Halt. Aber da muss man vorher so eine Hälfte zum Beispiel drunter setzen. Dann könnte ich hier eine halbe Rampe drauf bauen. Ach nee, stimmt, das ging so gar nicht. Weil immer ein Block, auch wenn das ein halber ist, blockiert der hier zum Beispiel, wo die Rampe oben endet, ist hier nach oben theoretisch ein halber Block frei. Der ist aber belegt, da könnte ich nichts bauen. Deswegen geht das jetzt hier unten auch nicht. Da müsste ich schon eine richtige... Stimmt, so war das. Eine richtige... Wo ist denn das jetzt? Hier. Ja, das dauert jetzt natürlich, den Betonblock abzubauen. Das geht nicht. Geht aber ein bisschen schneller. So. Richtige Dings bauen, ihr wisst schon. Die richtige Treppe. So.
Keine Ahnung, wo das mit reingehört. Dann bau uns doch mal 10 Betontreppen. So, Sonne geht auch bald wieder auf. So. Und Türen selber, wie waren das? Ach, Türen selber musste ich auch irgendwie bauen, ne? Das ist, glaube ich, nicht aus dem Block heraus. Ein Bett. Ach hier, Türen, genau. Automatiktüren. Gehen natürlich nur, wenn Strom da ist. Aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Immer wenn ein Block hier unten so einen kleinen Pfeil hat, kann man mit Rechtsklick, wie bei denen hier, halt die ganzen anderen Muster auswählen. Da gibt es dann später noch andere Sachen, mit denen man da verschiedene Sachen bauen kann. Das Ding ist, noch bräuchte ich hier zumindest keine Treppe. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es aufteile und so, aber die Bodenplatte haben wir immerhin schon mal. Ich weiß noch nicht, wie wir hier am besten anfangen. Kann ich eigentlich schon? Wir können ja mal den kleinen Konstruktor uns bauen. Ich baue mal 2 Frachtboxen dazu. Klonkammer, das wäre was, wenn wir uns einen Startpunkt setzen wollen. Generator. Kleine Solarpaneele, aber ich würde schon gerne den großen bauen. Deswegen baue ich jetzt erstmal den Konstruktor. Aber bräuchten schon den kleinen Generator. Dass ich da wenigstens dann auch ein bisschen Biotreibstoff irgendwie bauen muss. Wo war denn das? Hier. Ich mach mal 10. Und Treibstofftank klein. So. Ja, komm schon. Wird gleich wieder hell, da kommt sie schon. Mit kleinen Schritten um die Ecke. Dann gucken wir erstmal, wo wir so einen kleinen Baubereich auf unserer Plattform hier bauen. Also man kann hier wirklich auch sehr hoch und kannst wirklich bauen, wie du lustig bist. Sehr schönes Bausystem, wie ich finde. Ja, manchmal spinnt so ein bisschen die Anzeige, das gab es damals schon. Jetzt müsste aber gleich fertig werden. So, da ist er. Ich weiß nur, dass ich diesmal für alles irgendwie mehr Platz lassen muss. Ich baue den mal. Könnte man Sachen nicht drehen? Huch. Ach doch, warte mal. Das genau, das ist nochmal was anderes. Aber gab es nicht. Also er ist es nicht. Huch. Könnte man die Sachen einfach so drehen? Moment. Einfach Pfeiltasten. Nee. Dann nur nach oben. Das war eine andere Rotation, die ich nicht brauchte. Automatische Ausrichtung, das ist für was anderes gedacht später. Rollen, ja. V ist Ansicht wechseln, okay. Ach, das war das. So hier, genau. Ach genau. Damit hatte ich die Rotationsachse gewechselt. Genau. Und damit dann die Richtung. Okay, gut. Jetzt weiß ich es wieder. Sehr schön. Dann platziere ich den jetzt mal dort. Der ist auf Go, funktioniert aber bestimmt nicht, oder? Weil fehlt bestimmt noch der Treibstoff. Können wir gleich mal gucken. So, die Frachtboxen sind fertig.
der Generator auch, so die Frachtboxen auch hier mit Rechtsklick, die sind recht groß, recht voluminös. Aber es gibt auch die schön kleinen. Also gibt es auch ein groß. Ein flach. Gibt es aber auch so schöne. Die finde ich ganz nett eigentlich. Da bauen wir hier mal eine hin. Und eine andere, dass es die nicht in kleiner gibt. In daneben. So. Und hier kann ich jetzt sagen, irgendwie könnte man die auch umbenennen. Das war das hier? Geräte, Cargo Palette 1. Ich könnte doch irgendwie. Oh Gott, wie ging das? Man kann auf jeden Fall die Geräte umbenennen. Hier oben steht doch noch, was fehlt, aber ist kein Problem. Sperrcode setzen? Nee, das lassen wir. Musste ich die ersten Gruppen drin haben? Wenn ich jetzt sage, Fracht. Und automatisch gruppieren geht auch, okay. Ach so. Aber wie konnte ich denn... Moment, sorry, es tut mir gerade echt leid. Basis Player. Das ist egal. Also ich weiß schon, wie ich die zuweise. Ich will gerade was anderes. Kann ich die einfach da reinziehen? Nee, das geht nicht, ne? Doppelklick kann ich drauf zugreifen. Ach, warte mal. Hast du mir meine ganzen Riegel kaputt gemacht? Ach, scheiße. Huch. Ach nee, hier sind noch drei drin. Okay. Müssen wir mal was essen. Können dann auch den Nahrungsmittelkonstruktor irgendwie als nächstes mal mitbauen. Hat man, glaube ich, schon erforscht, ne? So, mach mal die noch. Wie war denn das mit zur Gruppe hinzufügen? Zur Gruppe hinzufügen? Fracht. Ah ja, das. Okay, okay, cool. Ah ja, und jetzt kann ich es erst umbenennen. Auch geil, ne? Quatsch. Auf damit. So, das hier. So, dann machen wir das so. Und es erleichtert es einen später, sein Zeug wiederzufinden, wenn wir das so machen. So, gut. Dann können wir hier sagen, Input, Konstruktor 1, Eingang und Output, Konstruktor 1, Ausgang. Dann nimmt er sich automatisch das Zeug, was ich hier jetzt reinlege. Und er baut hier noch ein bisschen Kraftstoff zurecht, auch gut. Denn die Teile sorgen für Radioaktivität. Deswegen müssten wir die immer irgendwo hinpacken, wo wir nicht vielleicht schlafen oder so. So. Ich habe dafür auch immer irgendwo einen extra Bereich gemacht. Ich platziere den jetzt erstmal hier hinten in der Ecke. Man kann die auch hinstellen, theoretisch, ne?
läuft natürlich noch nicht. Ist auch egal, wie weit das entfernt ist. Ne? Also jetzt, wir sehen rechts oben, da unter der 24 Grad Celsius Temperatur, wenn ich hier näher komme, der hatte gerade, als ich den platziert habe, hier Radioaktivität. Also das steigt dann schon. Darf man sich nicht zu lange aufhalten, sonst wird man verstrahlt im Kopf. Na komm, lass mal den Rest hier. Bauen wir das eine noch. Das dauert schon sehr lange, sehe ich gerade. Ich dachte, das geht viel, viel schneller mit dem Treibstoff. Da bauen wir noch den Treibstofftank und dann geht's los. Dann packen wir das ganze Zeug rüber. Hier oben in den richtigen ersten Konstruktor. Und der kann uns dann zum Beispiel auch die größeren Solarpaneele bauen. Und dann können wir auch die Batterien dazu bauen. Und dann haben wir da tagsüber hoffentlich schön. Man kann aber nicht unendlich viele Solarpaneele bauen. Da gab es irgendeine, waren das 16 oder 20 oder 30? Also man kann nicht unendlich viele Solarpaneele bauen. Da gibt es irgendeine Grenze. Oh, warte mal. Ah, okay, ich sehe es gerade. Ich habe den falschen Treibstofftank gebaut. Ich Blödmann. Ha, den brauchen wir gar nicht. Ich brauche den Treibstofftank hierfür. Ah, den habe ich den noch nicht? Habe ich? Ach so. Habe ich noch gar nicht erforscht. Treibstofftank Basis, da ist er. Den brauchen wir. Da. Huch, nee, ein. Ja, Mist, das ging jetzt schief. Schade, den brauchen wir nicht. Aber was wir dann auch nochmal brauchen, ist auf jeden Fall nochmal eine andere Kiste, wo wir so ein bisschen unsere Waffen oder Ausrüstungsteile reinpacken. Also da wird noch sehr, sehr viel dazukommen. Deswegen überlege ich noch, ob ich die hier direkt hinbaue. Da ist er gleich. Da gibt es keine verschiedenen. Huch. Hält natürlich nicht lange, wie ihr seht, aber der wird jetzt angeschmissen und der leuchtet auch und könnte jetzt die Sachen bauen, die wir brauchen. So, können wir jetzt hier alles reinhauen und dann nimmt er sich das automatisch. Später gibt es einen Verwerter, da könnte ich hier diesen fehlgebauten reinpacken und dann würden wir da die Ressourcen wiederbekommen. So, wir können ja mal gucken. Hier. Kleine Solarpaneele, Solarzelle, genau. Und den Energiekondensator. Kann ich zwei bauen und davon ein? Achso, man muss übrigens, fällt mir gerade ein. Ich kann jetzt hier nicht einfach eine Wand hochziehen, das würde gehen. Entweder, was wir auch machen, wir platzieren nochmal eine lange Wand, um dahinter erstmal eine Wand hochzuziehen. Oder man nimmt als Wand halt diese hier und könnte die dann als Wand nehmen. Aber wenn ich hier außen noch was dran bauen will, ist wieder das gleiche Spiel wie vor mit der kleinen Schräge. Der verbraucht jetzt hier vielleicht so 20% vom Block. Und der Rest wäre auch belegt. Das heißt, ich könnte hier an die Wand nichts dran machen. Deswegen nehme ich immer ganze Blöcke als Wände. Muss man sich nur dran erinnern. Das hatte ich jetzt da drüben auch vergessen. Hätte ich da direkt eins freigelassen, aber das ist nicht weiter tragisch. Drohne, nein, danke. Die braucht auch mal ein Päuschen. So. Ja, hat schon weniger. Geht auch recht flott. So, und hier, guck mal, das sind die Solarpaneele. Jetzt baut er uns noch den Energiekondensator und dann ist er auch gleich hier drin. Und die Solarpaneele sind relativ groß.
Die Sonne kommt von da drüben. Ich weiß nicht, ob es egal ist. Ich habe die eigentlich immer eher flach gebaut. Man kann die auch auf so Stützen bauen oder halt komplett halt die hier auf den Boden legen. Ich würde für die aber schon, also nochmal extra was bauen. Wie breit ist so ein Ding? Vielleicht ja sogar die hier. Sieht irgendwie cool aus. Dreimal. Eins. Sind das Blöcke? Ja, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dreimal fünf ist eins, okay. Müssen wir mal gucken, dass wir die hier hinten irgendwie hinbauen. So. Dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob die so erhaben sein müssen, aber warum eigentlich nicht? Könnte ich hier einen hinbauen? Hier in der Mitte eins freilassen, dass man da durch kann. Und dann hätten wir zumindest zwei riesige Solarpaneele. Schön. Und der Energiekondensator ist jetzt auch voll. Voll, fertig. Und da könnte man hier vorne irgendwo auch noch welche platzieren von den Blöcken. Und die Kondensatoren dahin ziehen. Es wird nicht bei einem bleiben. Seht ihr, also es wird direkt schon wieder deutlich mehr. Also man kann das ja auf 1000 verschiedene Arten bauen, aber ich baue es jetzt so, wie ich gerade denke. Gib mal her. Kommst mal weg. Keine Ahnung, ich baue den jetzt mal dahin. So, da wird er aufgeladen. Sehr schön. Man konnte irgendwie hier an den Anzeigen, hier kann man ablesen, wie doll das auflädt und wie gut die, das glaube ich, die Sonneneinstrahlung, die ist schon mal sehr gut. Und das ist glaube ich die Laderate, oder? Das Gelbe? Bin mir nicht sicher. Die haben irgendwie zwei Sachen haben die angezeigt. Und also hier selber, an dem Teil kann ich nichts machen. Aber hier in der Übersicht müsste wieder irgendwo hier Power. Keine. Muss ich da noch was aktivieren oder es dauert einfach? Aktuelle Leistung 7,5 KEE. Kann sein, dass das einfach eine Weile braucht. Da was kommt. Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich hätte gedacht, das hier füllt sich auf. Sind vielleicht auch einfach viel zu wenig von den Solarpanelen. Vielleicht können wir gleich nochmal zwei bauen. Da müssen wir es nach hinten nochmal erweitern. Uns einfach ein schönes Solarfeld hier hin. Huch, nee, nimm mal mit. Baut er auch noch. Also, hat er kurz gedauert, genau in dem Moment, als ich geschaut hatte, ist es fertig geworden. So. Springt jetzt auch an. Hat jetzt auch vier. Okay, jetzt kommt die direkt von oben drauf. Okay, das ist schon mal ganz cool. Ja. Jetzt sollte es auch langsam
Atom für 12. 3, also es lädt sich auf jeden Fall auf. Ich dachte, ich sehe das hier auch. Naja, wer weiß. Vielleicht auch nochmal so ein Kondensator. Ich mache mir wahrscheinlich gerade viel zu viele Gedanken um den Strom. Wo ist er denn? Der hat Kraftstoffkapazität 1500. Danke. Leider steht da nichts von diesen KEE oder EE. Ich weiß nicht was. Ach hier. Ist das elektrische Energie? Das könnte sein, ne? Jetzt lädt sich's auf. Okay, cool. Wir bauen nur direkt noch einen zweiten zusammen. So viel zum Thema, anderthalb Stunden reichen für heute. Naja, gut. Ich muss dran denken, dass ich da immer eins freilasse, um dann später ordentlich die Wände zu ziehen, weil das hatte ich damals nicht gemacht. Da gab's, oh, da musste ich oft tricksen, um irgendwie die Wände einigermaßen hinzubekommen. So. Kann der Strom fließen. Nachts sieht es natürlich schlecht aus mit der Sonnenenergie. Aber da, ah okay, das braucht einfach eine Weile, wenn ich Dinge platziert habe. Ach so, okay, verstehe. Gut. Super. Ja, wunderbar. Halt, hatte ich nicht noch ein Bett gebaut vorhin irgendwo hin? Ich platziere es erstmal hier. Ist doch eine schöne Wohnung, oder? Auf jeden Fall. Ach, guck mal. Ey, der Mond sieht aber auch geil aus. Ach nee, Skillon ist das. Von Weitem. Großes Gebirge. Moment. Wie ist es denn möglich, dass wir den dort sehen? Ist das nicht in der richtigen Reihenfolge? Weil ich hätte gedacht, Crown, dann als erstes wir. Skillon ist der dritte Planet. Das heißt, er dürfte sich theoretisch gar nicht zwischen uns und dem Planeten befinden. Oder kreist Skillon als Mond um unseren eh schon mondhaften Planeten? Keine Ahnung. So genau habe ich es jetzt auf Anhieb nicht gesehen. Ja, das hier wird gleich wieder anspringen. Das braucht wahrscheinlich nach dem Setzen der Batterie, um das irgendwie auszurechnen. Ja, da können wir hier später eine Wand ziehen. Das können wir ja schon mal. Es ist am Anfang alles sehr blockig. Man kann dann natürlich, wie gesagt, architektonisch bin ich jetzt nicht der Beste. Kann man so nochmal irgendwelche Korridorwände bauen? Aber die habe ich, glaube ich, nie genommen. Das Ding ist halt, die Wände macht, ergibt schon Sinn, die als Wand zu nehmen. Es gibt aber später Sachen, womit ich was an den Wänden anbringen kann. Und das würde, wenn ich das so baue, in dem Fall könnte ich von hier vorn nichts direkt an der Wand anbringen, weil halt, wie gesagt, das Stück nach vorn, was hier leer ist in dem blauen Kasten, das zählt trotzdem mit, das ist da. Deswegen würde ich, wenn ich hier was anbringen wollte, würde das nicht hinten an der Wand passieren, sondern hier vorn an dem Stück leeren Block, wo der Block an sich beginnt, aber noch nicht die eigentliche Wand. Deswegen habe ich da einfach gern die Blöcke genutzt. Auch hier dann. Können wir mal so ein bisschen das schon mal einfach mal abgrenzen, dass wir so ein bisschen schon mal was gebaut haben. Wenn es ganz merkwürdig ist, man kann auch alles wieder abreißen. Das ist gar kein Problem. Das war's schon. Naja, Steuerung Linksklick ist dann 100 herstellen. Okay. Naja, bau ruhig mal nebenbei noch ein bisschen. So. Gucken, zeigt es jetzt was an? Ja. Es wird weniger Prozent als vorher, weil wir mehr Speicherkapazität haben. Strom für 49 Sekunden. Ach so, ja, genau.
weil wir jetzt natürlich was herstellen. Aber reicht trotzdem aus. Also kommt schon... Ach hier, Batterie unten 2%. Jetzt sehe ich es auch. Dauert schon eine Weile, bis die geladen sind. Und wir werden auf jeden Fall recht zügig auch noch das Solarangebot deutlich erweitern. Ich denke, wir haben uns einen schönen Platz rausgesucht. Ne? Hier können wir uns eine schöne Villa hinzimmern. Schön mit Beton voll machen. Weg mit der ollen Natur. Die Bäume, das nervt mich schon wieder. Die stören auch einfach, wie sie da überheblich zwischen dem Gras und in der Wiese und den Gebüschen rumstehen. Es geht nicht. Auf Dauer ist es nicht tragbar. Ne? Naja. Kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich sehr aufs Let's Play. Das heute war noch, denke ich, relativ entspannt für uns alle, für eure Tischkanten. Vielleicht war schon die ein oder andere Situation dabei. Gern geschehen, falls es so war. Und ja, geht's hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.